Der heutige Tag begann mit einer Fake News und die Aktienmärkte hussierten, weil Gier frisst Hirn. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Markeflüster. Die Meldung lautete heute Morgen, dass die USA und China sich hier geeinigt hätten auf ein simultanes Zurückfahren der wechselseitig erhobenen Zölle. Hier gebracht in dieser Meldung, have agreed to cancel existing tariffs in different phases. Und da war natürlich erstmal die Hölle los. Hurra, man hat sich geeinigt, die bestehenden Zölle abzuschaffen. Aber schauen wir uns mal an, was Gao Feng, der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, sondern Handelsministeriums, wirklich gesagt hat. Er hat gesagt, wenn China und die USA reach a phase one deal, wenn sie einen Phase 1 Deal erreichen, both sides should roll back existing tariffs, dann sollten beide die bestehenden Zölle so schrittweise zurückführen, nämlich same proportion simultaneously, also praktisch 1:1 immer die Zölle zurückführen. Also es ist nicht die Rede hier von einer Einigung, sondern wenn es zu dem Phase 1 Deal kommt, dann sollten beide Seiten hier die bestehenden Zölle zurückfahren. Die Märkte haben sich allerdings für diesen kleinen Unterschied nicht interessiert bzw. nicht darauf reagiert, als auch hier die Headlines in westlichen Medien eigentlich die vorherigen Meldungen ad absurdum geführt haben. Vorher hieß es Einigung und dann plötzlich nur noch Forderung Chinas, nämlich nach wechselseitiger Abschaffung der Zölle. Also das ist so ein bisschen das Mantra heute gewesen, egal Fake News oder nicht, Hauptsache wir kaufen, da wird schon irgendwie was dran sein, dass man sich hier annähert. Und Hu Xixin, der ist ja praktisch das Sprachrohr Chinas von Peking. Attitude of the Chinese side is clear, sagte Hu Xixin, der Chefredakteur der Global Times. The two sides must simultaneously proportionally remove the existing additional tariffs in order to reach phase one deal. Faktisch sagt also China, wir machen zur Voraussetzung, dass klar gemacht wird, dass wenn wir diesen Phase 1 Deal unterschreiben, beide Seiten dann diese Zölle wechselseitig und im Gleichschritt sozusagen abschaffen müssen. Jetzt ist nur das Problem, dass die Amerikaner natürlich viel mehr Zölle erhoben haben, dass die Zölle auch prozentual höher sind, dass die Zölle vor allem ein größeres Handelsvolumen an Waren umfassen, weil ja die Chinesen viel mehr in die USA exportieren als umgekehrt. Also hier hat man nicht so wirklich genau hingeschaut und wir sehen, dass jetzt die Dinge natürlich absolut toll sind. Stock Market up big today, sagte Donald Trump. A new record, enjoy, freut euch darüber. Er selber hat sich noch nicht wirklich dazu geäußert, was denn jetzt eigentlich damit ist, ob die Amerikaner bereit sind, wirklich die Zölle zurückzuführen. Vorhin eine Meldung, die ich noch gerade gesehen hatte, als ich die Kamera angemacht hatte, dass die Amerikaner sagen, ja, da könnte schon einiges gemacht werden in Sachen Zurückfahren der Zölle, aber bestätigt ist das noch nicht. Also wir haben hier sozusagen jetzt das Hoffnungsmotiv, das durch Fakten erstmal nicht unterlegt ist. Und das führt an den Märkten zu einer gewissen Gier. Wir haben jetzt Extreme Greed beim Fear and Greed Index, also extreme Gier. 91 der Stand, 100 ist Maximum, 0 ist das Minimum. Und hier sagt CNN, dass diesen Indikator berechnet, der CBO 5-Day Average Put Call Ratio auch noch zeigt, also wie viele Puts werden gekauft, wie viele Calls werden gekauft, also auf fallenden Markt oder auf steigenden Markt jeweils. Das ist so, the lowest levels of a put buying seen during the last 2 years. Also wir haben jetzt sozusagen das niedrigste Put-Call-Verhältnis seit 2 Jahren, weil alle sagen, es geht nach oben. Und normalerweise ist das natürlich ein ganz sicheres Zeichen, dass wenn alle in einer Seite positioniert sind, wenn alle in eine Richtung spekulieren, dann kommt natürlich auch diese Richtung. Das zeigt die Erfahrung als Kontraindikator. Also es ist wahnsinnig am Anschlag jetzt. Es leuchtet dunkelrot. Und natürlich ist das die beste aller Welten. Natürlich ist diese Rallye induziert durch die Liquidität, die die Fed und auch die EZB eben hier induziert haben in die Märkte. Aber es ist schon ein bisschen Wahnsinn, was da abläuft. Als gäbe es kein Morgen, als wäre dieser Deal schon zustande gekommen. Und vor allem, wenn es diesen Deal gibt und die Zölle abgeschafft würden, selbst dann wäre die Weltwirtschaft ja nach wie vor in durchaus schwerem Fahrwasser. Und wir haben eine massive Divergenz eben zwischen fundamentalen Faktoren, sprich die Earnings, sprich die Gewinne der Unternehmen auf der einen Seite und der konjunkturellen Lage auf der anderen Seite. Das will ich mal kurz beleuchten. Wir haben hier zum Beispiel derzeit jetzt die Projections, die Erwartungen für
Das vierte Quartal der amerikanischen Earnings bei minus 2,7% im Juni, Juli. Da hat man noch gedacht, das vierte Quartal, das wird so mit plus 10% etwa sein. Hier sehen wir den massiven Abstieg, wie es immer weiter nach unten geht. Und wenn wir uns vor allem mal anschauen, was ist denn das vor Inflation? Equity Earnings versus Inflation ist negativ. Das heißt, die Unternehmen verdienen weniger als faktische die Inflation ist an Prozent. Mithin wird also das, was man an Gewinn gemacht von der Inflation, mehr als aufgefressen. Das ist natürlich fundamental ein absolutes Kaufargument. Wir hatten dann heute auch Daten aus Deutschland. Da waren wir auch wieder großartig hier mit den Industrieaufträgen. Gestern hatten wir gute Daten bei der Industrieproduktion in Deutschland. Heute sehr, sehr schwache Daten bei den Industrieaufträgen. Wir sehen hier im Grunde seit Anfang 2018 sind wir konstant im negativen Bereich. Interessiert aber keinen. Solange wir EZB und vor allem die FED haben, brauchen wir uns ja um fundamentale Fakten nicht mehr zu scheren. So ist die allgemeine Auffassung. Was haben wir noch? Wir haben Interessantes hier vielleicht noch in Sachen Confidence, CEO Confidence. Wir sehen nämlich, dass die Unternehmenslenker im Vergleich zu den Konsumenten in den USA so pessimistisch sind wie seit dem Jahr 2000 nicht mehr. Mithin ist also diese Divergenz auch bei denjenigen, die eigentlich an der Quelle sitzen, nämlich an der Spitze der Unternehmen, ist der Optimismus nicht allzu sehr ausgeprägt, aber die Aktienmärkte natürlich alle auf neuen Allzeithochs mit Ausnahme des DAX, aber der ist auch nicht mehr so weit entfernt. Die Amerikaner jedenfalls sind auf neuem Allzeithoch. Wir sehen vorher nochmal die Meldung, da ging es nochmal mit der grünen Kerze sogar auf ein neues Tageshoch. Diese Story, ja, das könnte schon beinhalten, dass die Amerikaner ein paar Zölle zurückfahren, aber wir sehen, dass wir jetzt hier wieder diese ganze Bewegung ausgepreist haben, erstaunlicherweise. Naja, wenn alle drin sind, wer soll dann noch kaufen? Das ist die große Frage. Schauen wir uns andere Indizes an, wie den Nasdaq, der ist bei 8.254. Wir sehen den Dow Jones, die Charts von Capital.com. Sie haben es geahnt, meine Damen und Herren, bei 27.717 Punkten. Also dieses Kerzchen, was wir gerade gesehen haben mit dieser Meldung. Ja, da könnten die Amerikaner wirklich ein bisschen was zurückrollen. Das muss sich allerdings noch zeigen, muss sich erweisen, was da der Fall ist. Die Chinesen jedenfalls fordern, nicht nur die zukünftigen Zölle abzuschaffen, nämlich die, die am 15. Dezember dann fällig werden, sondern eben auch alles, was bisher war. Und da habe ich meine Zweifel, dass Trump praktisch seine Munition, sein Druckmittel aus der Hand geben wird. Wir sehen heute Dollarstärke wieder auf breiter Front, 1,1044. Wir sehen, dass vor allem die Zinskurve sich so versteilt wie in diesem ganzen Jahr noch nicht mehr. Hier die 10-jährige US-Staatsanleihe minus der 3-monatigen Staatsanleihe. Da waren wir ja negativ, hatten also eine invertierte Zinskurve. Jetzt sind wir wieder deutlich positiv. Wir sehen, dass die Rendite für die 10-jährige US-Staatsanleihe auf über 1,90% gestiegen ist. Das ist der höchste Stand seit Juli. Da waren wir auch bei 1,90. Dann ging es deutlich nach unten. Also hier auch ein Widerstand, was jetzt die Rendite betrifft, aber sei es drum. Schauen wir uns die Charts weiter an. Wir haben, wie gesagt, die Dollarstärke. Das hat auch dem Gold natürlich wehgetan. 1460 fast im Tief sind wir gewesen und wir haben das amerikanische Crude Oil, das natürlich so ein bisschen von diesem Risk-On profitiert, von dieser Stimmung. Jetzt wird alles gut. Der Deal ist praktisch schon da. Wir haben jetzt ungefähr 3827 Rallies gehabt, Hoffnungsrallies gehabt. Bisher sind die Zölle noch da. Aber es wird bestimmt die 3728. und 29. Rallye folgen, auch wenn die Zölle dann bleiben werden. Da schauen die Märkte nicht ganz so genau hin. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Feierabend und sage Servus und Ciao.